Bienvenidos. Hallo, frische Nabata. Ich bin der Sebastian und heute ist der 20. April und im Oktober werde ich einen Halbmarathon laufen und jetzt fängt die Vorbereitung an und die Vorbereitung fängt mit Abnehmen an und das Abnehmen fängt mit dem Wiegen an und danach fahre ich dann los. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal zum Wagen. Jetzt sind wir im Bad. Wiegen. Kampfgewicht 107,2. Ja, nicht schlecht. Da muss bestimmt 20 Kilo weg für den Marathon. Oder? Ja. Jetzt machen wir mal den Proportionen-Vergleich. Da liegt natürlich der Schwerpunkt im wahrsten Sinne des Wortes hier auf dem Bauch. So. 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 Ich drück den nicht raus. Aber 107 Kilo müssen auch irgendwo bleiben, ne? Ja. So. Gut, der Arsch sieht gut aus wie immer. Und das machen wir jetzt so jeden Monat mal. Und dann haben wir so. Haben wir immer so einen Vergleich. Füße sind ja schon schön schlank. Schon. Und so fangen wir jetzt an. Die liebe Isa hat ja einen Heimtrainer geholt. Für 10 Euro nur. Ja, das ist er. Ich weiß. Das Ganze wird sich ja jetzt über ein knappes halbes Jahr hinziehen. 20 Kilo muss man abnehmen. Dann müssen wir uns noch für den Marathon anmelden. Der kostet mittlerweile schon 65 Euro. Und dann muss man sich ein bisschen mit der Ernährung umstellen. Und ja, wie gesagt, der Plan soll ja sein, jetzt erstmal überhaupt Gewicht verlieren. Damit das mit dem Laufen, also mit dem Training, überhaupt ein bisschen klappen kann, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe bei meiner Gesundheitsexpertin gerade als Kamera. Wir gucken jetzt mal nach T-Shirts aus alten Zeiten. Da haben wir den ganzen Stapel. Hier oben liegen so die drauf, die ich öfter mal anziehe. Das hat mir bei meiner letzten Abnehm-Action hat mir das wieder gepasst. Ach du Scheiße. Das staucht sogar ein bisschen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was macht das? Stauchen? Dann drückt das ein bisschen ein. Das ist richtig eng. Ja. Meinst du, da passe ich doch nicht mal in meinem Jahr rein. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, aber man wird auf jeden Fall einen Unterschied sehen. Also das hier ist jetzt, da sieht man so die Nippel. Oder hier. Ich weiß nicht, ob man das wegkriegt. Nein, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Ja, 107 Kilo. Eins probieren wir noch. Moment. Ich versuche mal hier rauszukommen. Ohne fremde Hilfe. Oh. Ja, das war's für heute, meine Damen und Herren. Ja, ist der erste Teil jetzt erst. Ne? Wird wahrscheinlich irgendwann auch mal eine Abmoderation geben. Aber die kennen wir jetzt noch nicht. Und deswegen sage ich nur, nächste Woche wissen wir mehr. Wenig weniger.